Einen super schönen guten Tag, liebe Leute. Da sind wir wieder bei Hardcore Soul Silver, Soul Link Randomizer, Soul Link Soul Silver du hast zweimal Challenge. Soul Link gesagt. Du zweimal Soul Silver. Alles doppelt heute. Wir haben trainiert. Nein, diesmal ist nichts gestorben, keine Angst. Alles gut gelaufen. Aber wir haben Dragonier und Apollo doch rausgenommen, weil sich Dragonier erst auf Level 55 entwickelt und das ist ein bisschen spät, deswegen haben wir jetzt wieder Lucario und Krabums drin. Yeah. Ja. Wir haben aber ganz viele Teams, die wir dann in Kanto spielen können. Freut euch drauf. Auf jeden Fall, das wird cool, wenn wir es bis dahin schaffen. Yes, natürlich. Ansonsten haben wir alle auf 40 trainiert und außer Horn, der ist 44. Und Lucario hat auch Rasviere gelernt, das ist ziemlich, ziemlich gut. Oh, warte, bei mir hat, glaube ich, auch irgendwas gelernt. Also ich habe Rutherford ein bisschen umgedingst, weil wir brauchen ja Whirlpool, deswegen habe ich dem jetzt Whirlpool beigebracht. Und der hat noch den Knirscher erlernt. Der hat nichts erlernt, der hat nichts erlernt. Mach die Battle Scene wieder an, ich habe den jetzt noch offen. Und ich habe jetzt Poison Fang auf Piondragi. Es ist zwar nur eine 50er Giftattacke, aber es ist immerhin mal endlich ein Stab Move. Das stimmt. Dem 20er Knockoff. Also ja, Piondragi macht jetzt auch ein bisschen was. Sehr gut. Und ja, Animation einstellen, das ist eine gute Idee. Optionen. Ich muss Lucario noch ein neues Item geben, der hat noch den EP-Teiler. Confirm. Ja, komm, nimm die Quick Claw. Okay, wir gehen jetzt runter, ne, von der Stadt aus. Nee, wir müssen noch in die Höhle. Wir haben doch nicht unseren Orden. Ach lol, die Höhle mit Whirlpool und so, ja klar. Was? Nein. Achso, ja, da ist auch Whirlpool, aber. Da ist auch Whirlpool, ja. Hinter der Arena die Höhle, meinst du? Genau. Weil da sind wir beim letzten Mal noch nicht weitergegangen. Ja, ich setze Schutz ein. Gar keinen Bock hier irgendwas zu tun. Ich will auch Schutz einsetzen. Ich habe noch 18 Stück, das sollte reichen. Ich habe sogar noch 25 Superschutz. Jetzt habe ich nur. Achso, ich habe nachgeschaut. Kravums ist ja viel besser im Spezialangriff. Es hat sogar ein mäßiges Wesen, das heißt Spezialangriff hoch, Angriff runter. Aber Schallwille kriegst du leider erst Level 73. Ach, das ist doch bald. Oder so. No irgendwas problem. In dem Dreh. Kurz vor Rot bisschen. Vielleicht. Bisschen blöd, aber naja. Ich glaube, wir werden es eh nicht so lange spielen. Mit wem ist das verknüpft? Lucario. Ja, du hast doch noch ein anderes Kampf-Pokémon. Wir können Whirlpool aber sowieso noch nicht benutzen, oder? Doch. Aber wir können es schon benutzen? Ja, das kann man, glaube ich, nach der 6. benutzen oder so. Oh, ja, dann bringe ich das mal jemandem bei, ne? Du brauchst es auch jetzt, um da hinten ins Haus zu kommen. Oh, okay. Okay, Whirlpool. Ich bin jetzt da. Ich noch nicht. Ich habe mich vorbereitet. Und du? Ich dachte, das wusste ich noch nicht. Okay, kann eh nur Horn. Doch, ja. Das war doch die Thematik der letzten Serie. Der letzten Serie, sag ich mal. Ach so, nicht. Ich war noch nicht so weit unten. Ja, Water Pulse werde ich nicht mehr benutzen. Ach so. Ja, ich habe noch gegen ein paar Trainer gekämpft und mich ein bisschen umgesehen. Ich war da noch gar nicht da unten. Also, oder war ich da? Ach, keine Ahnung. Ich kapp jetzt Whirlpool. Ich war noch nicht mal auf dem Steg. Du warst noch nicht mal auf dem Steg, oder? Nee, ach, da kann ich noch. Ach so funktioniert das. Okay, ja. Ist rechts auch noch ein Whirlpool oder ist der nur links? Ist egal, ob du links oder rechts bist. Das macht doch einen Unterschied für mich. Nein, rechts ist nämlich keiner. Was? Ja. Null. Es ist nur links einer. Violence! Oh mein Gott, diese Fragen. Ach, ist das witzig. Violence ist das Wichtigste bei Pokémon-Aufzucht. Ja. Oh mein Gott. Das ist so verwirrend, diese Höhle. Kappa. So. Ja, ich möchte ein bisschen über den Whirlpool. Hui. Hui. Das Tempo ist atemberaubend. So, und jetzt dürfen wir zu Sandra. Noch nicht, nee. Du musst erstmal noch geile Fragen beantworten. Die sind wirklich gut. Ja, ich erinnere mich. So, was da, hast du? Da, ich hab jetzt irgendwas. Sind Freunde. Für mich ist Cheat in einem Training ist das Wichtigste. Cheating. Ich wünsche mir alle Gegner. Liebe. Beide. Ja, ich bin super toller Trainer. Ja, das wird jetzt gleich, Wollen die alten Männer auch noch kämpfen, oder? Nee. Das wird kein B! Du bist ein Lügner! Du musst hier nicht kämpfen. Okay. Was sollen diese Statuen eigentlich darstellen? Sind das Drachen. Skarados! Drachen. Ah. Ja, ganz oben ist der Kopf und unten der Teil ist der Körper von Gyarados. Ich frage mich, ob hier ein Item versteckt ist.
Gott, wie sie rausrennt. Heavy Hilt auf Lumia, hab ich. Hab hier kein Item versteckt ist. Wo aber Item versteckt? Wenn man vom Haus aus dann nach links, nach rechts. Das ist ja schade. Habe ich jetzt den Ort? Da ist so eine kleine Plattform im Wasser. Du kriegst die gleich. Nicht von ihm. Okay. Ah, hier ist noch ein Item. Es lohnt sich dann noch nach rechts zu düsen. Aber auf der kleinen Plattform ist nichts. Nee. Okay. Das sieht so aus, als könnte man da ein Item kriegen, aber. Aber ein Drachenzahn ist da noch. Ein Drachenzahn, genau. Das ist schön. So, und jetzt kann ich ein Fluchtseil einsetzen, oder? I guess so. Okay. Hast du eins? Ich hab nur eins, ja. Ich wär's hier nicht vorbereitet, hä? Warte, hab ich nicht irgendwie Schaufel auf irgendwie? Nee. Oh, Professor Elm ruft an. Ich schwimme raus. Hat er dir jetzt auch von Lugia erzählt? Ja. Bei mir hat er auch von Lugia erzählt. Hätte er mir nicht von Ho-Oh erzählen müssen? Sehr seltsam. Der alte Mann ist etwas in den Feld. Ja, wir sehen interessant aus. Wir? Ja, also ich und mein Pokémon und. Achso. Alter, die Hast du einen hübschen. Ja, ich hab mal wieder einen Glitchy. Das heißt, ich muss kurz Pfeil neu starten. Sieht aus wie eine Octillerie. In grün. Hallo. Oh, du hast was verpasst, weil du jetzt mit Fluchtseil rausgegangen bist. Wieso? Weil was denn? Seider gibt dir noch einen Drachenpuls als TM. Von wo? Vielleicht solltest du nochmal reingehen. Ja, mach ich. Ja, das ist witzig. Von wo muss ich denn dann rein? Also einfach nochmal rein. Wo steht sie dann? Überm Steg. Fuck. Aber den Orden haben wir jetzt. Den Orden haben wir ja. Okay, den Orden hast du auch genommen. Du hast den Orden genommen, bist direkt mit Fluchtseil wieder raus. Scheiß auf Drachenpuls, brauche ich nicht. Professor Elm. Und das Dumme ist, ich muss. Ach nee, wir fliegen da nicht hin. Wir benutzen ja dann den Weg, der nach unten führt, ne? Oh fuck, ich habe keinen Schutz. Ach ja, machen wir. Oh mein Gott. Hallo Kecleon, ich hasse dich. Hast du das jetzt abgeholt, das Item? Nein, ich muss erstmal wie in die Höhle schwimmen. Lol. Ich muss erstmal wieder Schutz aktivieren und Mann, ich dachte, ich bin voll cool, weil ich jetzt hier Fluchtseil bin. Ich bin vorbereitet, ich hab ein Fluchtseil. Ja, war ich ja auch. Okay, also wir düsen jetzt runter dann, wenn ja, da musst du aufpassen, da gibt's mehrere Wege. Und auf der einen Seite ist, glaube ich, ein Item. Und auf der anderen nicht und, ach, keine Ahnung, es ist verwirrend. Wollen wir übrigens den Tunnel einfach ignorieren, diesen Dicta-Tunnel da? Könnten wir, ne? Wie auf der anderen Seite vom Steg? Hier ist sie nicht. Wo ist sie denn? Also wenn man aus dem Haus raus ist, links, Whirlpool, hoch, dann kommt man zum Steg. Und überm Steg ist sie dann. Okay. Lol, der erste Trainer auf der Route hat erstmal ein Ho-Oh. Ja, lol. Läuft auf jeden Fall. Whirlpool. Nein. Level 25, heilige Scheiße. Ist der Ding? Hä? Die ist da nicht auf dem Steg. Ja, vielleicht hast du es jetzt verkackt, weil Professor Elm dich schon angerufen hat und dadurch ist sie jetzt nicht mehr da. Cool, jetzt krieg ich keinen Drachenpuls! Das ist traurig. Das ist sehr traurig. Das ist scheiße. Oh Mann, oh Mann. Okay, kein Drachenpuls für mich scheinbar. Das ist ungünstig. Okay, cool. Ach ja. Wurde aber dafür bestraft, dass ich Fluchtseil benutze. Schön. Ja. Danke, Spiel. Schon. Ich wollte ja gar keinen Drachenpuls haben, zum Glück. Eine Scherzattacke braucht man nicht. Ja, ist ziemlich nutzlos, finde ich auch. Echt scheiße. Naja, okay, let's go. So, wo bist du denn jetzt hier runtergegangen? Bist du auf der rechten Seite oder links? Ich bin rechts runter, da war nix. Da sind nur Trainer. Oh, hier ist ein Elixier. Ist hier unten ein Item? Nee, dann gehe ich rechts. Das ist. Also, ach ja, wollen wir jetzt die Höhle ignorieren? Ja und nein, vielleicht. Könnten halt ein paar coole Items sein, so ist nicht, ne? Nee, ich hab gegoogelt, in der Höhle sind keine wichtigen Items. Oh nice, okay, ja dann lass erstmal ignorieren. Okay, sehr gut. Wow, der hat einen Koko bei Level 24. Ja. Fucking 24. Wow. Der erinnert, Alter, hat ihn. Man hätte hier halt auch schon vorher hin können. Das ja, aber trotzdem, das ist ja absolut lächerlich. Ich nehme die Kämpfe mit wegen Geld. Ja, wegen Geld auf jeden Fall. Und so klein die Erfahrung ist es nicht wert, aber hey. Aber du kannst ja, mich in Erfahrung geben, sie ja. Das stimmt. Mach Hallo. Oh, doch. Doch, die Erfahrung war in Ordnung.
Was ist ein Breeze? Ah, Carpets, genau. Carpets, ja, ja. Ich weiß, was ein Breloom ist. Das habe ich nämlich schon öfter im Showdown gespielt. Yes. Deswegen weiß ich das. Poison Fang. Hey, habe ich nicht meine Animation angemacht? Bin irgendwie verwirrt. Ja, du musst es auf der richtigen Taste bestätigen. Wenn du auf Quit gehst, dann... Ich habe nicht auf Quit gemacht. Komisch. Warum ist es mir auch jetzt aufgefallen, lol? Kein Wunder, dass du so schnell bist. Oder Animation. Blaziken. Oh, Blaziken ist ein Ding ins Logok, ne? Ah, warte mal. Hatten wir auf Folge? Oder haben wir auf Wechsel? Wechsel? Okay. Weil ich habe gerade überlegt, vielleicht habe ich ja das Falsche geändert, weil ich jetzt auf Wechsel bin und wir hatten aber eigentlich auf Folge oder so. Nee. Wir hatten schon wir hatten aber auf Wechsel, ne? Tja, der Trainer hier wird wohl jetzt nicht bekämpft. Ich gehe werde da nicht nochmal Pokémon extra austauschen, um wieder in die Stadt zu fliegen. Nur um diesen einen Trainer zu bekämpfen. Fuck you. So, springe ich jetzt links oder rechts runter? Da, also rechts. Du wirst auch immer nach jedem Kampf, nach jedem poisigen Pokémon gefragt, ob du austauschen willst. Ja. Okay. Rechts ist ein Item. Das heißt, der Wanderer, der wird auch ignoriert. Cool. Ich springe einfach immer nur da runter, wo Items sind. Ja, jetzt nicht angenommen, bevor ich auf Confirm gegangen bin. Ah, nee, aha. Oho. Mhm. Du hast den B-Knopf gedrückt. Das ist ja schlau gemacht. Nee. Wenn man einfach so runterscrollt, dann landet man auf dem rechten Knopf. Ah. Tricky. Was ist jetzt? Und Cookies akzeptieren? Nein. Wirklich nicht akzeptieren? Nein. Sind Sie sicher, dass Sie sie nicht ja akzeptieren? Außer bestätigen? Nein. Oh Mann. Genau so und nicht anders. Ich glaube, ich habe ein Item verpasst. Aber vielleicht kommt man da links nochmal hoch. Ja, du kannst hochfliegen. Ja, zur Not fliege ich hoch, das stimmt aber. Ich kann es nicht. Was ist ein Quagsire? Ist das Quaxo? Nee. Ich weiß es gerade nicht mehr genau. Was war Quagsire? Ah, Morlord! Ach, Morlord, okay, ja, dann Trompete, go. Stimmt, das war das Morlord. Wir werden übrigens nicht mehr allzu viele Pokémon fangen können, bis wir bei der ersten Liga sind. Das stimmt. Das macht mich ein bisschen nervös. Ich hoffe, in der Liga, beziehungsweise Siegestraße und bei den Strudelinseln fangen wir noch irgendwas Geiles. Das wäre cool. Irgendwas, was halt auch auf dem Level hier noch gut ist. Ja. Denn sonst müssen wir mit diesem Team in die Liga. Das könnte gefährlich werden. Mhm. Ja, schwierig. Weil wir haben wirklich lange an dem Teambuilding gesessen und geguckt, okay, was können wir reinnehmen, können wir das und das reinnehmen. Aber egal, wie man es dreht und wendet, irgendein Pokémon irgendwie ist dann... Irgendwie hat immer eine Arschkarte. Ja, ist dann echt nutzlos, weil es dann erst auf Level 55 oder so eine Attacke lernt oder einfach generell keine guten Attacken lernt. Bis es quasi in Kanto spielbar wäre. Ja, bisschen schade bei dem Spiel. Oh, hier ist ein verstecktes Item, cool. Wenn du links bei den drei Items in Folge bist, wo man immer runterspringt, dann musst du einmal rechts am Fluss quasi wieder hoch zu den Blumen. Und bei den Blumen ist dann oben ein Item versteckt. Drei Items in Folge. Ich habe ein Full hier gefunden. Drei Items in Folge. Auf der linken Seite sind die drei Items in Folge. Ja, der Trainer hier wird dann auch ignoriert, cool. Ja, was soll ich denn machen? Ich kann da nicht mehr hochfliegen. Ja, alles gut. Ein Nugget? Ah ja, jetzt bist du bei den drei Items in Folge. Ja, da ist das dritte Item, genau. Natürlich war wenn du jetzt dann das letzte Mal runterspringst und dann die Treppe nach rechts geht, musst du einmal hoch wieder am Bach entlang. Ah ja, ich habe die Blumen da oben gesehen, ja. Genau. Und da ist ein Item. Lieber. Was ist das denn für ein Item? Ist das was Schönes? Sag ich dir nicht. Ich sage es. Ja, ist tatsächlich was Cooles. Ich sage, es ist ein. Ah, ich habe vergessen zu raten. Ein Pipi-Up. Pipi-Up. Pipi. Mehr Pipi. Damit ich mehr trinke. Das ist ganz wichtig. Oh. Dich kann ich noch bekämpfen, Herr Wanderers. Herr Wandersmann. Der Wandersmann, der kann wandern. Oh, das klingt schön. Und der hat einen Jäger. Hübsch. Oh, toll. Ja, kein Wunder. Er hat alle Zeit der Welt zu wandern. Boom. Oh, Hufs. Oh, ich hab die Jägers. Genauigkeit gesenkt. Oh was, yeah. Warte, was ist Metal Burst? Und warum macht das so viel Schaden? Das nimmt, glaube ich, den Angriff, den du ihm gemacht hast und verdoppelt ihn oder so. Oh, oder kriegt ihn genauso zurück. Crazy.
Kein Wunder, dass das so viel Schaden gemacht hat. Konter und Spiegelcape nur in einem, weil es egal ist, ob du physisch oder speziell angreifst. Witzig. Aber dafür macht es, glaube ich, nicht ganz so viel Schaden. Oh, es hat schon ziemlich viel Schaden gemacht. Ach, und Pikey hat er auch noch. Was? Er hat einfach beide. Wow. Der Typ ist einfach Gott. Er hat aber den Herrscher über Zeit und über Raum. Crazy. Gut, dass ich den nicht übersprungen habe. Ja. Ich will noch schauen, was da rechts ist. Die Sache ist, mein Giftlord hat immer noch so eine relativ schlechte Pflanzenattacke. Das heißt, ich habe quasi eigentlich zwei Gift- und zwei Kampf-Pokémon im Team. Yay. Das ist ja nicht optimal. Also, sie könnten einem schon ein paar mehr TMs entgegenwerfen, finde ich. Schon. Ich habe übrigens irgendwann festgestellt, dass mein Impagato noch ein Item trug. Und das war einfach eine TM. Ah, oh, lol, welche denn? Ah, welche war es nochmal? Warte. Mein Bisaflor hat auch auf der Box einen Adamant-Orb. Das ist auch ganz schön. Das heißt, wenn ich ein paar, welche Dialga fange, dann wird es richtig gut. Ich glaube, es war sogar Matschbombe. Oh, das ist nice. Oder war es Pflücker? Nee, es war Delegator. Es war Delegator. Könnte auch praktisch sein. Je nachdem, was du für ein Pokémon kriegst. Ganz viele Aprikokus. Ah, vielleicht jetzt wieder links oder rechts runter. Links ist ein Typ. Aber der will nicht kämpfen, oder? Nö. Nee, du kannst rechts runter, ist ziemlich egal. Kommst dann unten wieder raus. Achso, okay. Ich glaube, war rechts sogar noch was? Ja, rechts war noch eine Aprikoko. Die muss ich haben! Ja. Hier ist auf jeden Fall, oh, da eine grüne. Das sind die besten. Ist hier wieder diese Höhle? Das ist eine saure. Dark Cave macht halt auch keinen Spaß, weil man ja Blitz braucht, ne? Ja, genau. Deswegen ignorieren wir den Dark Cave. Wir haben da eh schon was gefangen. Mal kurz, ob ich hier noch ein Item sehe. Nee. Ja, schön, dann sind wir wieder hier. Doch, da ist ein Item. Warte mal. Vielleicht schaffe ich es noch, an das Item zu kommen. Ja, ich gucke auch mal kurz rein. Rock Smash. Oh, in dem versteckten, im Zertomara Felsen war ein Pokémon versteckt. Ui, dann gucke ich mir noch mal kurz das Item an, ob ich da was schütze. Ein Level 5 Tunnel, süß. Ah. Ja, gut. Das würde lange dauern, das zu trainieren. Ja. Meinst du, glaube ich, ein bisschen höher, aber auch nicht viel höher. Aber ein bisschen. Oh, bei mir war auch ein Pokémon. Nee, bei mir war ein Blue Shard drin. Oh, auch nice. Nice, sehr, würde ich sogar sagen. Oh ja, da ist das Item. Hallo. Ein Folie. Oh, hier oben ist ein Item. Und links, wenn du jetzt nach links gehst und dann runterspringst, ist auch wieder ein Item. Ah ja. Habe ich schon erst scoutet. Was ist Dire Hit? Hab ich auch gerade gefragt. Ach, ein Battle-Item, okay, ja. Genauigkeit hoch oder so wahrscheinlich, ne? Mhm. Irgendwas in der Richtung. Nee, raise the critical hit ratio. Ah. Crit ab. Crit ab. Okay. Ja, links sind dann auch nochmal zwei Aprikokos. Kraxler können wir noch nicht. Ich geh dann wieder aus der Höhle raus. Kraxler? Wann kriegen wir Kraxler? Haben wir Kraxler nicht schon? Nee, haben wir nicht. Haben wir Kraxler? Okay. Also die VM haben wir zumindest nicht. Vielleicht kriegt man das erst in Kanto, who knows. Aber ich glaube, jetzt mit der 8. Arena dürfen wir dann Kraxler benutzen. Ja, vielleicht kriegen wir Kraxler dann erst, wenn wir Lugia bzw. Ho-Oh gefangen haben, damit wir zur Liga können. Oder irgendwie so. Ja, wahrscheinlich. Irgendwas in der Richtung. Was sagst du dazu, Slymog? Slymog kann hüpfen. Doppelkampf! Doppelkampf. Slymog zu hüpfen zu sehen, ist seltsam. bist du da? Stell ich mir schwierig vor, dass es sich von der Erde abhebt. Ja. Bist du unten oder links runtergesprungen? Ich bin links und da war der Doppelkampf und noch ein Item. Ah ja. Wow, die haben zwei Pokémon Level 17. Guck die mich bitte beide an, damit ich nicht... Danke. Einfach Level 17, das ist halt lächerlich. Soll der Quatsch. Levelkurve, nicht wahr? Mhm. Gerade ein Level 30er besiegt und jetzt haben die jeweils ein Level 17er. Und dann auch noch so kleine niedliche Pokémon. Das ist doch unfair. Bei mir ist es Tropius und Latias. Die sind jetzt nicht wirklich klein und niedlich. Nee, das nicht. Bei mir ist es ein Schnäppke und ein Schluppuck. Ach. Ganz klein. Die hätte ich gerne. Aber die Liga wird cool, das ist alles entwickelt. Das wird heftig. Es wird cool und gefährlich vor allem. Ja. Ich meine, es kann immer noch sowas wie Basis-Pokémon kommen, ne? Die sich halt einfach gar nicht entwickeln. Klar, aber generell die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass was Gefährliches kommt. Und die Chance für Legendäre steigt auch exponentiell an. Ich weiß nicht, wie das berechnet wird. Ich glaube, es ist eher so, es wird halt geguckt, welches Pokémon das ist. Und wenn es sich noch entwickeln kann, dann kommt halt die höchste Entwicklung. Ah, ich weiß das heißt aber, solche Pokémon, die quasi zwei Entwicklungen haben, haben jetzt eine höhere Wahrscheinlichkeit auch überhaupt zu kommen, weil es drei Pokémon gibt, die quasi triggern. Achso, ich dachte einfach, jedes Pokémon ist quasi eine Zahl auf dem Zufallsrad und die halt sich nicht entwickeln, die fallen jetzt einfach raus.
Nee, ich glaube eher, dass quasi dann sowas wie Logok halt dreimal vertreten ist. Vielleicht. Und dann haben wir ja immer noch. Dann haben wir auch immer noch dieses. Dieses Theme-mäßige bei den Trainern. Ich habe jetzt eine Feuerattacke. Das ist sehr gut. Ach, hier sind wir! Ja, relativ am Anfang. Deswegen können wir jetzt zum Professor. Das ist ganz gut. Ja. Praktisch, praktisch. Hast du noch was für mich? Ja, ich habe hier einen Schleimklumpen. Von Slimog. Danke. Bitte. Hat er verloren, als er in die Luft gesprungen ist. Ja, der Wanderer. Oh nein, ich habe schon wieder keinen. Warte mal. Ach hier, ach so, jetzt sind wir hier. Ah ja, hier gab's Riolus, Level 2. Hui. Yay. Cool. Hallo, kleines Riolu. Hallo, du. Hey. Du. Bin so cool, ich habe echt 8 Badges. Ich will auch. Ich will auch cool sein. Oh mein Gott. Ja, was ist das? Alles geschenkt. Was hat er geschenkt? Wirst du gleich sehen. Jo, Geschenk! Fahrrad. Komm schon. Professor. Ich höre Pokémon. Hey, da bist du ja. Hallo. Pokémon. Ach nee, das ist Ethan. Das bist gar nicht du. Ecruteak Dienstheater. Ach ja, jetzt müssen wir zu den Ladies. Ach, ja. Meisterball. Ah. Ja. Oh, den könnten wir bei einer wirklich wichtigen Pokémon einsetzen. Gerade wenn wir legendäre Wild fangen, könnte das wichtig sein. Yes. Ecruteak City. Das da. Ja, ich gehe da mal ganz kurz an deinen PC, um mir so, meinen Taubsi zu holen. Oh Mann, das tut mir so leid. Kann ich, Ataubuka, kann ich hier irgendwo in der Stadt auch einen PC? Bei Professor Lind kannst du dann einen PC, glaube ich. Nee, da kann ich nur heilen. Ach, wirklich? Hä? Schon wieder? Ach, ist das nervig. Ich muss schon wieder den Emulator neu starten. Ach so, Glitch schon wieder. Ja, das auch. Und ich muss jetzt halt in die andere Stadt mit dem Fahrrad fahren, damit ich überhaupt irgendwo meine Pokémon austauschen kann. Das ist ein bisschen nervig. Soll ich schon mal weitermachen oder? Ach, mach du ruhig weiter. Alles cool. Ich hol dich schon noch ein. Storytime. Thought. Trixie. How is this possible? How can I lose two mere Kimono Girls? Ja, mein Freund. Freundin. Es hieß sich Trixie. Aber ich glaube, sie hatte eine Umwandlung. Ach so. Okay. Boah, wie einer so wegschubst. Mag ihn nicht. Hä, ich mag Trixie. Auch wenn sie Leute schubst. Mag ich nicht. Okay, ihn mag ich auch nicht. Er ist ein doofer Rival. Hallo. Hallo, nein. Tsuki. Nein. Oh mein Gott, sie heißt so wie die Freundin von Sokka. Tsuki. Wer war nochmal Sokka? Der gerne von A. Ach so, der A. Okay. Sorry, ich habe in letzter Zeit viel angeguckt. Ich war gerade so, was ist jetzt Zocker? I must test you, are you ready? Yes, I am. Ich habe gerade an Fußball gedacht. Also ach so, Zocker. Nee. Aber du weißt, wen ich meine mit Tsuki. Ja, klar, der ist Kimono Girl. Also, die ist ja auch da ein Kimono Girl. Ja. Ich denke, das ist witzig. Oh mein Gott, oh, die hat ein hohes Level auf ihrem Pokémon. Welches Level? 38. Hui. Gut, dass wir trainiert haben. So, komm mal ganz kurz ins Teamflügel. Ich leg dich ganz kurz hier ab. So, ich nehme dich gleich wieder mit, Bachi. Ich hab deinen Namen vergessen. Die Prediction. Es hat einfach Verfolgung eingesetzt, als ich ausgewechselt habe. Krass. Boah. Heftig. Heftig. Ich hätte sogar ein Pokémon, was fliegen kann. Mhm. Und wem ist Tauboga nochmal irgendwas Schlimmes? Smedbo. Ach ja. Ich meine, Smedbo wäre nicht komplett verkehrt. Es wäre halt nur nicht so gut. Ich meine, für Kanto können wir uns das überlegen, einfach nur, weil es gut ist, irgendwie, dass du auch ein Flug-Pokémon drin hast. Maybe. Und sonst ist es echt ätzend. Mal schauen. Vielleicht kriege ich ja bis dann auch irgendwas anderes, was fliegen kann. Genau. Wäre ja schön. Ach, die wollen jetzt alle gegen mich kämpfen? Ja, alle nacheinander einzeln. Dazwischen darfst du irgendwie nicht heilen oder so. Nee, also es ist quasi so, als würde man einen Trainer mit 5 Pokémon bekämpfen. Quasi. Ba, 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 ba. So, let's go. Aber sie haben auf jeden Fall coole Pokémon. Das ist schön. Ach ja. Zod. Zondi. der Name. Ach ja. Zondibo. Das ist ein dummer Name. Deine Eltern müssen dich echt gehasst haben. Ja, oder du. Nein. Ich kann doch seinen Namen nicht bestimmen.
Ach so, stimmt ja. Du hast ja nur den Ausweis abgelesen und da stand das so drauf. Genau, ich hab mir ja nur gesagt, was auf seinem Ausweis steht. Aber pass auf, im Endeffekt stand auf seinem Ausweis so ein ganz normaler Name wie Michael oder so. Und wir haben das dem Professor nur gesagt und die Polizei angelogen, dass er so heißt. Und jetzt, jetzt wird er unter dem Namen einfach gesucht und er hasst es voll. Aber krass, dass sie ihn dann trotzdem wiederfinden, obwohl wir ihm den falschen Namen gegeben haben. Stimmt schon. Ein Magma. Also pack nicht deinen 44 nach vorne, weil sonst wird das jetzt krass überleveln. Nee. Ich hab meine. Oh, warte mal, wenn du jetzt. Ich hätte ein schnelles nach vorne packen sollen. Oh mein! Was? Ja, okay, mach halt einen Crit mit Feuerschlag und kill fast meinen Harmonika. Ist okay. Oh, das ist ungünstig, weil das wird jetzt immer am Anfang drin sein. Dann musst du es immer austauschen in der ersten Runde. Aber immerhin, ist es hier immer ein einzelner Kampf. Das heißt, ich habe 3 Heiltränke pro Kampf. Ja, das stimmt. Das ist, jetzt muss ich doch mein Horn rausschicken, weil das ist sonst ein bisschen gefährlich. Fucking Feuerschlag-Crit. Dummes Magma. Ich bin zufrieden mit meiner Auswahl. Habe ich meinen Seegesang-Pokémon vorne. Das heißt, der hält sich immer die ganze Zeit ein bisschen gegen. Mein Seegesang-Pokémon ist Horn. Oh yeah, Paralyse. Nice. Das ist ungünstig. Level 45. Nein, diesmal hat die Verbrennung kam das Öllicht durch. Was haben wir denn hier noch so für schöne Pokémon? Vielleicht ein Kampf-Pokémon, das wäre doch schön. Bei mir war es jetzt Gewaldro, Toxiquark und Zwirfinst. Oh, das sind wirklich sehr coole Pokémon. Schöne Ja. Ich wollte gerade sagen vierte Gen, aber das stimmt nicht. Ja, genau, und Dragoran, ist okay. Alles klar. Was mache ich gegen Dragoran? Und sie heißen alle Lawrence. Alle heißen Kimono Girl Lawrence. Warum heißen sie alle gleich? Ja, weil sie einfach Kimono Girl sind. Hat Dragoran Giftschwäche, also Resistenz, also Drache? Nein. Okay. Gift ist neutral. Fucking Dragoran, ich hoffe, der kann nicht irgendwas Starkes. Ah nee, die heißt jetzt Esteban. Esteban. Oh, sie hat einen Darkrai. Lol. Oh mein Gott, der macht echt viel Schaden. Darkrai, Alter, was haben die denn bei dir für Pokémon? Fancy Shit, sag ich dir. Sludge Bomb! Aber Rainbow kümmert sich um Darkrai. Also ich habe hier gerade echt Probleme. Yes, ich hab's vergiftet. Ach, Rainbow ist ja gar nicht Fee. Ich vergesse immer, ich denke immer, Fee. Nein, nicht. Egal, mehr. Ich habe trotzdem meine Kampfattacke. Nein, also ich Hypnose! Nicht. Ach, natürlich trifft seine Hypnose beim ersten Mal. Krieg ich Albtraumschaden. War nicht cool. Ich mag die Kimono Girls nicht, die gehen mir auf den Sack. Hm. Warum das Darkrai nicht? nicht Darkrai, Darkrai. Reden. Er hat schon wieder gekrittet! Hör auf damit! Outplayed. Muss ich schon die zweite Heilung benutzen, diesen Kampf? Dummes Dragoran! No. Das ist nervig. Scheiß Kimugos. Ich will einfach nur jetzt in meiner Lugia-Höhle ein Pokémon fangen und dann gehen. Yeah. Ich hätte irgendwas anderes nach vorne packen sollen als Groink. Wir hatten das jetzt gesagt, wir machen einen Encounter generell von der Höhle und dann den Static Encounter, ne? Nee. Haben wir ja bei See des Zorns auch nicht gemacht. Aber ich habe ja keinen Static Encounter. Ja, und? Meiner ist ja im Turm. Ja, aber beim See des Zorns haben wir ja quasi auch keinen, also keinen richtigen Encounter. Ja, aber Encounter es ist ja das gemacht. Legi. Also ich finde, das zählt schon als Static Encounter. Weiß ich nicht. Ja, aber sonst würde mir ja einer wegfallen. Also, weil. Weil du kannst ja auch in die Höhle gehen. Ja, genau, aber dann kann ich ja den im Turm nicht fangen. Ja, aber dann habe ich ja 2 Pokémon aus der gleichen Umgebung quasi. Ja, aber das eine ist ja ein Static Encounter. Ja, aber Garados war ja auch einer. Ja, aber ist doch blöd, wenn du dann das Level, ich weiß nicht, auf welchem Level es ist, aber 50, glaube ich. Das werde ich nicht kommen. Ich werde da wahrscheinlich vorher irgendein Pokémon begegnen. Ja, du kannst auch Schutz benutzen. Könnte ich, ja. Also es wäre doch voll gut, wenn wir die beiden Level 45er auch zusammen fangen und dann als Counter nehmen. Na gut, dann zählt das Legi halt, sind die Legis also, halt auch miteinander verbunden. Ich finde, die Legis ja, ist ja schon ein krasser Ja, du hast ja recht, das sind ja die Cover-Legis. Ja, finde, das zählt.
Na gut, das komm, heißt, ich kann ganz normal in der Höhle mein erstes Pokémon fangen. Dann. Genau, und du halt komm jetzt auch erstmal zur Höhle, obwohl jetzt alle zu diesem Turm stratzen. Was? Ein der Turm fällt ja dann dem bestimmt aus. Außerdem fällt der Turm ja quasi auch weg, weil ich da halt nicht rein kann. Deswegen passt das dann, dass das dann das Legi ist. Genau. Das heißt, du musst im Turm dann musst du gar keinen Schutz einsetzen. Oder ach nee, mach's mal. Vielleicht kann ich ja doch. Machen wir dann noch einen zweiten Encounter. Ich fange den jetzt schon und du fängst ihn später. Wenn ich dann irgendwann dahin kann. Bist. Genau. Okay. Dann packst du ihn erstmal in die Box irgendwo extra. Genau. Okay. Ich schreibe ja alles auf. Okay, gut. Gott, wie viele muss ich noch? 2 Stück, oder? Was hast du? Mach dann schon mal meinen Seeschauminseln-Encounter. Jojo, mach mal deinen Seeschauminseln-Encounter. Florentino. Ah, endlich mal was nicht Starkes. Ein Choupé. Aber auch da muss ich austauschen, was Geist ist. War nochmal das letzte, was ich gerade bekämpft hat. Ah, Staravia, genau. Das war auch. Staravia! Oh, ich hab keinen Schutz an. Ich mach hier mal eine Lampe an. Bam, bam, dam, oha, das kann schon dam, 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 dam. Ich hasse euch, Kimono Girls, ihr seid so nervig. Ich möchte mich gerne heilen. Bitte. Wem schwäche ich denn eigentlich? Und eine noch, dann bin ich, glaube ich, fertig. Nein. So. Und wen nimmst du zum Schwächen? Sombra. Sombra, Sombra, Sombra. Pion Draghi. Okay. Der hat den Abschlag und den Käferbiss. Ach ja, der hat Stärke 20 Abschlag. Okay. Oh yeah. Mit Step sogar 30. Wow, crazy. Was sagst du, Alter? Der hat mein letztes Kimono, gell? Ach, süß. Ein Voltoball. So. Finale hat einfach nur ein Voltoball. Ist so lächerlich. Wenig Whirl Islands. Dann gucken wir mal, was ich jetzt mitschicken konnte. Also bist du jetzt in der Höhle drin, ne? Ja, genau. Ich glaube, die oben rechts ist die richtige. Konto. Ich habe gegoogelt, deswegen gehe ich da als letztes hin. Okay. Ja, ich will hier nur meinen Account. Ja, ja. Ach, ich habe ja gerade Schutz reingesetzt, ich Idiot. Ja, yeah, ich habe ein Fluchtseil gefunden. Okay, dann kann ich mich auch ein bisschen umsehen, wenn das Schloss Fluchtseil drückt. Lass mich einfach hier rein. Gut, danke schön. Ja, cool. Dann werde ich gleich nochmal kurz shoppen, mich heilen und dann ach ja, dann muss ich erstmal auch hinfliegen. Ach. Oh lol, ich komme hier überhaupt nicht weiter. Ich habe die Tidal Bell. Und jetzt hat der Boden gewackelt und ein man kleines Mädchen. Man kann hier noch surfen. Und alle rennen zu den Strudelinseln. Schön. Und Gina ruft schon wieder an. Das war die, die mir den Blattstein gegeben hat. Okay, mein Effekt ist weg von Schutz. Nice. Mein Encounter! Es ist ein. Eradax. Warum ist es wieder normal, Pokémon? Überzeugt mich nicht hundertprozentig. Ah, ich hätte Flottball machen können. Geradax kann gut sein, aber. Es hat ein Item. Legging Tail. Ach, na, ich muss noch nicht shoppen. Da sind eh keine Trainer in der Höhle. Legging Tail ist nutzlos. Ja. Also, das wirst du wahrscheinlich einfach überhaupt nicht brauchen. Ich hab meinen Superball. Ach ja. Oh, warte, ich glaube, ich sollte mir aber wenigstens kurz ein paar Fluchtseile kaufen. Die wären vielleicht ganz hilfreich. Und Schutz. Schutz brauche ich auf jeden Fall. Das ist wichtig. Geradax wurde gefangen. Wie soll denn Geradax heißen? Moment, lass mich kurz auf die Liste gucken. Ein Dax. Ein Dax. Wie wäre es denn mit. Der 60 Meilen pro Stunde laufen kann. Applejack. Applejack. Wir haben Applejack noch nicht. Und es ist ein sehr ländliches Pokémon. Ja, ja, würde ich sagen. Ich hätte Applejack gerne etwas epischer gehabt, aber es ist in Ordnung. Ja, das zusammengeschrieben oder in zwei? Zusammen. Die Sache ist, wir haben die Sache, nicht mehr viele, wenn wir sie Namen uns zu lange aufheben, irgendwann. Ja, ich weiß, deswegen habe ich jetzt auch ja gesagt. Ja. Deswegen ist das jetzt Applejack. Super Schuss. Nein, weißt du was? Ich kaufe mir Top-Schuss. Ist mir scheißegal, dass es mehr Geld kostet. Da muss ich
spare ich mir Stress. Gib mir 30 Topschutz. Jo, dankeschön. Boom. Zrrr. So, dann gehe ich jetzt zum Turm. Mach noch den Turm-Encounter, den wir aber noch nicht koppeln, sondern erst nachdem du deinen Turm-Encounter hast. Genau. Also ich muss jetzt erstmal noch kurz hinfliegen. Machen wir noch unseren Legi-Encounter. Ich muss dran denken, nicht dahin zu fliegen, weil da gibt es kein Pokémon. Ach doch, ein Pokémon Center gab es. Es gab nur keinen Markt. Ach mein Gott. Egal. Ist der Turm in Ecotrack City, wo wir gerade waren? Ja, ne? Ja. Der rechte. Ah, der eine ist der Knofenser-Turm und der andere ist der. Genau. Das legendäre Knofenser. Gleich kriegst du auch deinen. Also, Geralax, du kriegst leicht deinen Partner. Kleiner Moment. Ich kann leider nicht so schnell fliegen wie Paul. Ja. Okay. Ich bin unterwegs. Jetzt packen wir noch hier natürlich Trompete nach vorne. Ich pack mal nach da. Erzähl was Schönes. Ich? Ja. Erzähl mir etwas von Grillen. Von Grillen? Also nicht dem Tier, sondern dem der Grill Aktivität. Mit Kohle. Und so. Oh lol. Barrier Station to Bell Tower. Ich hab vergessen, Schutz zu aktivieren. Das ist der richtige. Also, das ist so beim Grillen. Man braucht ja Feuer, um das anzuzünden. Mhm. Dann fragt man sich natürlich, woher nimmt man das Feuer? Ihr müsst euch überlegen, früher hatten die Menschen ja auch kein Feuer und dann haben die das aber irgendwann bekommen. Und da ist dann auch direkt das Grillen entstanden. Echt? Must be ho, ho. Ja, ja, ja. Die haben das sofort adaptiert. Wussten sie gleich, dass sie Kohle benutzen sollen oder haben sie dann erst irgendwas? Ja, erstmal haben sie es halt nur über Holz gemacht, ne? Und dann haben wir irgendwie festgestellt, oh, je länger wir dieses Holz brutzeln und feuern, desto krasser wird ja unser Ding, also diese Kohle, das ist ja noch heiß und so lange heiß. Und das heißt, die erste Kohle war dann halt eben diese schöne Holzkohle. Oh ja, ja. Ja. Und dann haben sie die noch verfeinert. Und dann haben sie geschliffen, dass sie schön rund sind. Weil der Mensch war schon damals ein sehr ästhetisches Wesen. Mhm. Ja, ich so entstand das. Ich weiß nicht, ich verbrenne heutzutage auch schon noch meine Kohle, aber indem ich Sachen rausgebe. Ja, das ist jetzt der neue Style, genau. Das hat sich ein bisschen geändert. Oh nein! Was ist dein Encounter? Nein, ich brauche ja Blitz. Das habe ich gerade. Das habe ich dir gesagt! Hast du mir nie zu. Warte, ich habe Blitz noch. Alles gut. Okay. Doch, nice. Ich habe dir zugehört. Ich war nur nicht sicher, ob ich Blitz noch habe, aber ich hab's noch. Okay, ich habe jetzt noch meinen Bell Tower Encounter. Okay. Ja, gut, dann lernst du das halt. Scaraborn. Ah, das ist nett, denke ich. Ja, also an sich ist das ja echt ein ganz gutes Pokémon. Ich werde den Kopfstoß wahrscheinlich nicht einsetzen, weil ich Psychstrahl habe. Es macht keinen Sinn, also weg damit. Ja. Überlebt es ein Bugbite? Warum setze ich den Slotball ein? Das weiß ich nicht, weil du die immer vergisst wahrscheinlich. Ja, aber es hat den Bugbite überlebt. Das ist gut. Wobei reicht schon, oder? Kleines Garaborn, komm zu mir. Whirl Islands, okay. Hab's. Das ist schön. Gucken wir uns doch mal einen Namen für Scaraborn an. Ja, stimmt. Scaraborn, ein großer Kampfkäfer, hat ein großes Ding auf dem Kopf. Zorax. Mhm. Thorax. Ja, das Wechselpony, was später zum Anführer der Wechselponys wurde. Weil es Freundschaft gerochen hat. Gerochen. Freundschaft. Is this friendship? Lecker. I like. I want more. Cool. Ich krieg gleich meinen Encounter. Ich renne noch ein bisschen hin und her. Er wird bestimmt gleich auftauchen. Den Encounter fand ich jetzt cooler als Giradax, muss ich ehrlich sagen. Das glaube ich dir sogar. Na, komm schon, Encounter. Aber wir können den nicht mit in die Liga nehmen, weil du ja noch nicht da rein darfst. Ja. Mein Encounter ist Magnetilo. Hattest du das nicht schon? Magneton. Magneton. Und nein, ich habe das Magnetilo getötet. Ah, du hast es getötet. Deswegen werde ich das jetzt fangen. Second chance, yeah. Kann ich das überhaupt entwickeln zur Magnetzone? Und wenn ja, wie? In irgendeiner bestimmten Höhle dann wahrscheinlich. Oh, Junge. Müssen wir mal gucken. Aber müsste gehen, weil es der vierte Generation. Ich hab's gefangen. Nice, das geht. Magneton ist wahrscheinlich sogar in Ordnung. Magneton ist
siehst, die Hammond-Orgel, würde ich sagen. Die was, bitte? Hammond-Orgel. Wie wird das geschrieben? Ein cooleres Keyboard. H-A-M-M-O-N-D. Hammond. Ah, das ist scheinbar ein entfernter Verwandter von Kitty. Keyboard. Dann heißt es Hammond-Org. Ja, oder einfach Hammond. Hammond, okay. Hammond klingt gut. Klingt wie ein echter Name. Mensch. Wo sind wir denn hier? Ja, keine Ahnung. Ja, dann würde ich sagen, das war's für diesen Part. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich werde noch einen Schutz einsetzen, sonst vergesse ich das beim nächsten Mal. Und dann ich habe hier diese dummen Rätsel, wo man so rumspringen muss. Oh, sehr gut. Und diese Scheiße muss ich nicht machen. Ich muss mich nur durch tausende Höhlen kämpfen. Ne? Ich habe gar keinen Bock drauf. Yep, yep. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Tschüss.